Ja, wir kommen jetzt zur Camouflage. Hallo Markus. Hallo. Guten Tag. Tag. Du bist zum ersten Mal jetzt hier bei Crazy Club TV, deswegen musst du uns nochmal dein Lieblingsbier sagen. Oder deine Lieblingsbiere. Mein Lieblingsbier? Also momentan stehe ich eigentlich am meisten auf dieses Frauenbier Beck's Gold oder Beck's Lemon. Hast du schon Level 7 probiert? Nein. Ich habe dieses Orangenzeug jetzt neulich probiert, was es auch von Beck's gibt, aber das finde ich ziemlich seltsam. Das ist nicht so mein Ding. Nicht so wirklich? Nee. Denkst du auch immer so verklärt an die 80er zurück wie ich? Nö, was heißt verklärt? Also ich sehe die 80er bestimmt nicht in diesen Bonbonfarben, wie sie gerne platt dargestellt werden in den Medien oder in diesen ganzen 80er-Revival-Shows, sondern ich sehe sie so, wie ich sie erlebt habe. Und es war eine wahnsinnig großartige Zeit in jeder Hinsicht. Natürlich gibt es da schon einige Verbrechen, also sei es jetzt optischer Art, die da passiert sind, aber ich meine, das hast du in jeder Dekade letztendlich. Also ich denke mal, dass viele Leute irgendwann mal auf die 90er zurückblicken werden oder auf, ich weiß jetzt nicht, wie man die Zeit nach 2000, wenn sie das dann 20 Jahre später sehen und denken so, oh Gott, wie sah ich denn da aus und was haben die Leute da angehabt? Aber trotzdem, in den 80ern sind so großartige Sachen entstanden, vor allem musikalischer Art. Und dieses Nachbeben haben wir heute noch und das unterstreicht eigentlich nur die Großartigkeit der Musikszene damals. Wie würdest du denn auch den Unterschied beschreiben innerhalb der Musikszene? Ich meine jetzt nicht, dass jetzt alles, früher war es Platte, dann war es CD, MP3, darauf will ich nicht so sehr hinaus, sondern die Musik an sich, die heute in den Charts ist. Wie siehst du das heute, wenn du zurückblickst auf die 80er? Also ich meine, was natürlich ein sehr großer Unterschied war, ist, dass ich damals Musik natürlich anders wahrgenommen habe. Heute höre ich Musik um einiges selektiver als früher. Früher war das rein emotional. Aber die Sachen, auf die ich damals gestoßen bin oder gestoßen wurde, die haben mich echt überrollt. Also das war teilweise so ein Flash. Solche Sachen erlebe ich heute eigentlich fast gar nicht mehr. Also ich weiß noch, ich habe mir 1980 eine Platte gekauft, die hieß Monarchie und Alltag von Fehlfarben. Und jeden Tag, wenn ich von der Schule gekommen bin, habe ich mir den Kopfhörer aufgesetzt und so laut aufgedreht, um Paul ist tot zu hören, dass meine Mutter reinkam und meinte, ich soll leiser machen. Also und solche Erlebnisse, das habe ich heute äußerst selten. Ich bin vor ein paar Jahren einer Band begegnet, die heißen Coldplay. Sind natürlich jetzt wahnsinnig erfolgreich, was weiß ich was. Aber die machen auch so eine Art Musik oder auch als ich auf diese Musik gestoßen bin, die mich emotional sehr berührt hat. Aber das passiert eigentlich sehr selten. Also es gibt auch heute einfach sehr wenig neue Sachen, die einen so kicken, wie das in den 80ern war, als da die neuen verschiedenen Musikstile aufgetaucht sind und dann wirklich auch zum ersten Mal da waren. Also das war einfach, ich meine, es gab früher einfach keinen Synthie-Pop oder was weiß ich, was es da alles noch gab. Und heute gibt es einfach nur noch Variationen von diesen Stilen oder Stilistiken, die in den 70er und 80er Jahren geprägt wurden. Und das ist natürlich schon ein himmelweiter Unterschied. Coldplay war eine der Bands. Was hältst du denn von anderen Bands, die jetzt so angesagt sind? Kaiser Chiefs oder Editors? Sagt dir das was? Ja, das sagt mir schon was, aber das ist mir so eigentlich zu unmelodiös. Also das berührt mich jetzt nicht so. Es gibt so Situationen natürlich, wo ich sowas auch gerne laut höre. So vielleicht so ein Abreagieren auch ein bisschen. Aber Coldplay höre ich einfach in ganz anderen Situationen. Als ich habe vor 3 Jahren das zweite Mal geheiratet. Und bevor die Trauung begann, also die Frau vorne hat so eine Einleitung gesagt. Und dann haben wir erstmal Yellow gehört von Coldplay. Richtig laut. Und das war einfach geil. Das war super. Die Familie war schockiert, weil sie das nicht kannten. Und auf einmal kommt diese Brettgitarre und dieser Typ singt da. Und für uns war das einfach Wahnsinn. Das war super. Und solche Erlebnisse habe ich halt mit Kaiser Chiefs oder sowas. Da gibt's also der Musik, von denen der ich bisher begegnet bin, da war nichts dabei, was mich jetzt so berührt hat. So, ihr habt ein neues Album am Start. Relocated. Inwieweit unterscheidet sich das von dem Vorgänger Sensor? Ich denke mal, es ist etwas freundlicher geworden als Sensor. Sensor war sehr düster, sehr schwermütig, sehr traurig. Und die neue Platte ist eigentlich um einiges
fröhlicher, poppiger auf jeden Fall, schneller. Als fröhlich würde ich es auch noch nicht bezeichnen, aber... Naja, ich meine, die Platte fängt an mit einem Song, wo wir uns eigentlich über uns selber lustig machen, We Are Lovers. Danach kommt auch eine sehr sonnige Popnummer, Motive Sky. Und dann wird es schon ein bisschen ruhiger mit Real Thing und so. Also es hat schon natürlich auch traurige Nummern drauf und ein bisschen härtere Sachen. Aber wenn man das vergleicht mit dem Album davor, das ist schon echt ein anderer Schnack. Auf jeden Fall. Als Single habt ihr Motive Sky ja ausgekoppelt und dazu habt ihr auch einen Videoclip machen lassen, sag ich mal. Mhm. Ein Zeichentrickvideo. Wer hat denn die Entscheidung getroffen, beziehungsweise wie weit seid ihr denn damit eingebunden gewesen? Wessen Idee war das? Also die Idee beruht darauf, dass ein Freund von Heiko, der ist Dozent an der Kunsthochschule in Luzern, der hat Heiko einfach gefragt, was wir denn davon halten würden, wenn er das als Semesterarbeit macht. Und wir stehen solchen Sachen eh sehr offen gegenüber und haben die dann einfach machen lassen. Und dann haben die uns erste Entwürfe geschickt und haben uns natürlich gesagt, ja, sie können jetzt nicht so wahnsinnig viel verschiedene Dinge machen, da reicht die Zeit nicht und das ist ja auch alles quasi ohne Geld passiert. Und dann haben wir die einfach machen lassen. Und am Schluss hatten wir einen Clip, wo wir dann marginal noch Änderungen haben vornehmen lassen. Und und das ist eigentlich sehr amüsant geworden. Also wir wissen das schon einzuordnen im Vergleich zu anderen Videoclips. Aber das ist mit sehr viel Liebe und Freude gemacht und daran können wir uns auch freuen. Ist zumindest ein Hingucker, würde ich sagen, weil es halt immer ein bisschen rausragt, solche Ideen auch, um wieder auf die 80er zurückzukommen. Da gab es ja viel mehr abgefahrene Videos als heute. Aber hallo. Ne? Heute ist ja nur noch Shake Your Ass und andere Sachen. Ne? So ein Video passt ja auch nicht zu euch. Nee, nicht wirklich. Also höchstens mal verarsche.